Es ist Mario mit seinen besten Freunden, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen. Was ist bloß los? Sie fragen sich, wer von ihnen wohl der größte Held ist. Oder so. Ein Superheld muss sehr stark sein, sagt Wario. Donkey Kong kann auf jeden Fall mit seiner unglaublichen Kraft prahlen. Tschüss. Oh, die beefen sich. Armer Luigi. Ja. Oder ist Mario vielleicht der größte aller Superhelden? Oder ich? Ja, natürlich. Oder vielleicht Prinzessin Toadstool. Cool. Prinzessin Toadstool? Ja. Halt, stopp! Jetzt rede ich mit... Du meine Güte, sie streiten sich. Jeder glaubt, er wäre der größte Superstar. Halt, macht mal eine Pause, Alter. Möchte wirklich jeder von euch ein Superheld sein? Ja, natürlich. Dann lasst uns gemeinsam überlegen, was ein Superhelden ausmacht. Muss ein Superheld wirklich nur stark sein? Luigi, nein. Ein wahrer Superheld macht Weisheit und... Kamera wackelt wie die Sau. Naja, wenn du jetzt Freundlichkeit aus. Guckst, kann man die Kamera auch dahin machen. Naja, ist gut. Du hast recht. Wenn ihr alle Superhelden sein möchtet, habe ich eine Idee. Wir benutzen die Warp-Röhre in Toad City und begeben uns in ein Abenteuer. Logisch. Derjenige, der bei diesem Abenteuer am besten abschneidet, ist der Superheld. Und so ist Mario Party geboren. Aber ich weiß leider nicht, welche Gefahren euch erwarten. Möchtet ihr euch ein großes, gefährliches Abenteuer begeben? Dieser Moment, wenn die Katze auf den Tisch rumballert. Ich mag das gar nicht. Lass uns machen. Ja, auch wenn das jetzt macht. So, ihr lauft jetzt alle zur Röhre und wollen ein Abenteuer, ne? Das ist der allererste Mario Party Teil. Was? Ja, und Prinzessin Toadstool heißt Prinzessin Toadstool, weil das Spiel noch alt ist. Sie hieß früher so. Ah, okay. Eigentlich heißt die Peach. So, herzlich willkommen. Das Spiel ist von 1998. Wahrscheinlich in Japan ein Jahr früher. Weiß ich aber jetzt nicht. Hallo, ich bin Toad. Ich führe dich durch Toad City. Wähle einen Zeiger an dem Ort, wohin du gehen möchtest. Okay, wir haben hier Optionen. Minispiel. Minispielinsel. Toad City Laden. Kann man wahrscheinlich was kaufen. Hätt's gedacht. Und die Bank. Lass mal kurz in die Einstellungen gehen. Ich muss kurz was gucken. Das allererste Mario Party habe ich gar nicht so oft gespielt. Ich kann alle Spielstände löschen. Okay, dich mag schon mal keiner. Das war's? Nee. Der Soundhebel Stereo Mono. Ja, okay. Direkt kein Bock mehr hier zu bleiben. So, wir spielen das erste Abenteuer. Spielregeln? Nee. Brauchen wir nicht. Mario Party ist jedem ein Begriff. Auch wenn alle die neuen Teile spielen, ich bin oldschool, ich spiele die alten Teile. Nein, Spaß. Wir gehen nach der Reihe nach. Bevor das Abenteuer beginnt, müssen wir ein paar Fragen zu deinen Einstellungen klären. Aha, wie viele Spieler sollen teilnehmen? 2. Wählt nun die Charaktere aus. Es gab nicht so viele, wirst du jetzt merken. Du hast B gedrückt, sehr gut. Oh. Du wolltest das nämlich so. Du spielst Peach? Ja. Ich spiele Yoshi. So, wen wollen wir dabei haben? Ich würde sagen, wir nehmen Luigi noch mit und Donkey Kong. Mario und Wario haben jetzt erstmal gelitten.
So, Spielbrett, wir fangen natürlich mit der ersten an. Donkey Kongs Dschungelabenteuer. Lüfte das Geheimnis der mysteriösen Ruinen. Wie viele Runden sollen gespielt werden? Wir spielen immer 20. Es geht leider nicht weniger und es geht nur mehr. Okay. Und eine 50er-Runde in diesem Spiel würde ich mir nicht gut vorstellen. Weil das Spiel ist sowieso Betrug, weil in diesem Mario Party waren die Würfel noch nicht random. Und das werde ich auch euch gleich beweisen. Ich mache jetzt hier kurz ein Safe State, okay? Wenn ich nur wüsste, wie. Okay, passt auf. Oder warte. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Cooper und werde euch herumführen. Hier im Dschungel steht eine mysteriöse Ruine. Eine Legende erzählt, dass darin ein großer Schatz versteckt sei. Wenn ihr den Schatz sucht, werdet ihr ihn sicher finden. Aber Vorsicht, hier sind viele Fallen versteckt. Betretet auf keinen Fall das Fragezeichenfelder, da ihr auf ihn nicht sicher seid. Also dann, spätere Folge bestimmen. So, jetzt würfeln wir, ne? Pass auf. Ich habe eine Eins. Ich habe jetzt zurückgesetzt mit Absicht. Wir werden jetzt genau dasselbe würfeln. Ach, was ein Zufall. Jede Runde ist schon vorherbestimmt. Krass, oder? Du wirst immer wieder diese Eins würfeln in dieser Runde. Wunderschön. Aber echt nett, dass wir Letzte sind. Achso, jetzt natürlich together, ne? Wir spielen natürlich zusammen, weil alleine macht das Spiel wenig Sinn. Ah, So, okay. jeder kriegt 10 Münzen am Anfang. Es ist typisch Mario Party, so wie ich es liebe. Und hier geht es natürlich noch um Sterne und nicht um irgendwelchen anderen Döns. Lass mich euch zeigen, wo der erste Stern ist. Meine Lieblingsteile sind natürlich die GameCube-Teile, weil ich damit groß geworden bin. Und die Katze soll endlich mal vom Tisch verschwinden. Geh mal runter. So, Stern kostet Hatten wir 20 auch Münzen. das Spiel? Ja. Und jetzt, es ist schon vorherbestimmt, was sie würfeln. Ich könnte jetzt öfter zurückspulen. Aber naja. Und ab Mario Party 2 ist das nicht mehr so. Dann ist jeder Würfel random. So wie es eigentlich sein soll. Ob das klappt oder nicht, das Spiel weiß jetzt schon, wer gewinnen wird am Ende. Oha. Das Einzige, was du bestimmen kannst, ist der Skill der Minispiele. Also wie gut du halt bist. Was ich aber schön finde, ist, dass, guck mal, wenn die Spieler nicht dran sind, sind die so kleinen Mensch ärger dich nicht Figuren. So, jetzt muss ich kurz gucken. Das ist Karte. cool. B. Das Spiel ist halt noch sehr langsam, ne? Wir spielen die europäische Version, die hat, das heißt weniger FPS. Okay, da ist der Stern, das heißt, ich muss nach oben. Aber dieser Junge, dieser Stein hier, will Geld haben. Und das muss ich ihm halt auch geben. Oder bin ich jetzt falsch gelaufen? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Maps auch nicht mehr. Ich habe das nur einmal gespielt auf dem Kanal. Aha. Stimmt, ich habe schon mal ein Let's Play hierzu gestartet, aber habe es nie weitergespielt. Och, was ist das? Ein, irgend so ein, irgendein, 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 irgendein. Ich weiß nicht, da kann man wahrscheinlich irgendwas gewinnen. Bruh. Weil der Vergangenheits-Alex ein Keck ist. So, 3 gegen 1, ne? Kennt man ja. Ich bin etwas so schlecht. Grüne Spiele sind, glaube ich, Bonusspiele, ich bin mir nicht sicher. Hier Mist gerade. Wir spielen ein Röhrenlabyrinth. Wirf dir eine Schatzrose in eine Röhre, dass sie zu dir runterfällt. Bewege sie mit Kontrollstick und A. Okay. Kann jeder so eine? Testen es mal. Hat jeder so eine Truhe, dann kann sie erst nur einer entscheiden. Wenn wir ein Brett verlieren sollten, also wenn ich oder sie kein Brett gewinnen, darf das gar nicht aussuchen. Der alleine ist, darf sich das aussuchen, okay. Soll, also wie gesagt, die Bretter haben eigentlich Stories, aber wenn ich ein Brett verliere oder sie, dann spielen wir das nicht nochmal. Logischerweise, es würde sonst ewig dauern. Alter, Peach hat so Glück, ne? Bist du Peach? Ja. Das ist jetzt Münzen. Oi. Es gibt ja auch ein neues Mario Party Remake, wo die alten Maps vorhanden sind. Das werden wir natürlich auch noch Let's Playen, aber ich habe das Spiel erstmal nicht. Und ich will ja sowieso die Reihe nachgehen. Also haben wir noch lange Zeit. Oh, Fragezeichen fällt. Kommt so ein. Oh. Ach ja, die haben richtig lustige Stimmen, finde ich. Und du musst näher ans Mikro.
irgendwie. Ich komme halt, ich kann halt nicht mehr machen. Ja. Hört man mich jetzt gut? Kommt drauf an, wie laut du redest. Redest halt nur nuschelst halt immer so leise vor dich hin. Ist mir bei Mario auch aufgefallen. So, Arcade kannst du auch mit B gucken, ne? Also hier kannst du dann hier so rumgucken. Mhm. Oben ist der Stern, habe ich gesehen. Zum Beispiel musst du den jetzt nicht bezahlen. Du musst ja nach oben. Man merkt richtig, wie langsam das Spiel hier noch ist, ne? In anderen Teilen ist es ja schneller. Ja gut, ich kenne Mario Party nicht so gut. Wir haben die einige Teile schon gespielt auf der GameCube. Ja. Daran kann ich mich aber nicht erinnern. Ich habe auch viel mit meiner kleinen Schwester mal Party gespielt, damit die eine halbwegs gute Kindheit hat. Der Boden, über den die Spieler rollen, bricht weg. Drücke wiederholt B, um Schwung zu holen und A, um zu springen. Oh. Oh yeah, also B, Spam und springen. Okay. Das ist ein geiles Spiel. Das ist tatsächlich beliebt, glaube ich. Ready? Go! Wann müssen wir springen? Wenn da Gegner kommen. Ah, hier sind welche. Okay. Uiuiuiui. Oh ne, da war ein Geldsack. Bei mir nicht. Doch, bei allen. In der Luft. Batman. Ich bin runtergefallen. Hey, was ist mit Donkey Kong los? Der hat übelst aufgeholt. Ja, wer hat jetzt gewonnen? Ich. Keine Ahnung, wie das entschieden wird. Digga, mich nervt, dass die Kamera so wackelt. Weil alles ist auf dem Tisch. Tut mir leid. Ich spiele ja. Nee, ich will das ändern. Ah, okay. Oh. Willst du wieder auf den anderen machen? Ja, vermutlich. Also kann ich nicht spielen. Ich werde die Qualität. Okay. Warum kriegt der jetzt 10 Münzen? Ich hab's nicht verstanden. Wahrscheinlich durch den Typen. Oh Gott, ich hab's gar nicht eingestellt. Oh, jetzt kann ich mir Geld holen, ne? Für 5. Kostenlos hier noch? Krass. Ich hätte gern von Luigi ein bisschen Kohle. Okay, bis gleich. 2 Münzen. Danke, Bruder. Eine Stimme hinter dieser Tür sagt, alle, die weniger als 20 Münzen haben, dürfen hier nicht durch. Ja, das ist mir auch egal. Ich werde mir jetzt sogar in der nächsten Runde den Stern holen. Was? Aber ich werde jetzt mal kurz die Cam umändern. Hoffentlich hat der Zukunft Alex das gecuttet, sonst hasse ich ihn. Ah, wird er schon. Alle gegen Luigi. Großes Tau ziehen. Das klingt lustig. Bestimmt wieder was mit Spam. Drehen, um am Seil zu ziehen. Ja, okay. Ging mal hin. Wie denn drehen? Ah, hier, drehen. So. Wir dürfen nicht sterben. Ah! Ist der stark? Anscheinend. Oh, wir wurden in Geld verwandelt oder so. Ey, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da eine Chance hatte, ehrlich gesagt. Was macht er denn da? Sieht das aus, aber die Kante da, ne? Oh, was ist denn so richtig? Ich hab keine Ahnung. Hat jetzt mal nicht gewackelt. Logisch, ich spiele ja nicht auf dem Tisch. Mach ich nie. Entschuldigung, ich schon. Ich nehme das an. Du hast nicht mal ein Kabel, deswegen.
Da musst du gucken, was du drückst. Manchmal schon. Ja, okay. Wieso habe ich jetzt so wenig Geld? Hatte ich nicht 20? Oder was ist passiert? Ja, wir haben jeder 5 abgezogen gekriegt. Oh, das Spiel ist so nett. Ja, Spaß dir. Auch random, glaube ich, wie viel man von dem kriegt, ne? Boah. Ja. Das ist schon mehr als bei mir. Du kannst sogar den Stern holen, ne? Da ist der Stern, ne? Ja. Da ist ein Sternsymbol auf dem Boden. Fun Fact, sie spielt das zum allerersten Mal. Ich werde so getriggert sein in dem Projekt. Ja, und da sehe ich es wieder, weil ich bin rechts gelaufen. Ja. Aber du hast recht, man kommt wirklich automatisch. Hä, ist er wieder nach oben gegangen? Eins? So. Ja. Das macht auch so viel Sinn bei dem Mario Party Spiel hier. Kippe den Rahmen, damit der Panzer über die Felder gleitet und das Bild freigibt. Decke das ganze Bild auf. Nur mit Laufen und Springen, okay? Okay. Alter, das spielt sich ja echt geil. Ah, komm schon, Yoshi. Ey, nein, Bruder. Komm schon. Nein. Ich hätte springen sollen zwischendurch. Habe ich aber nicht. Warum nicht? Du gesprungen? Ja. Weil das Spiel bestimmt dann leichter ist. Gibt's ja auch. Was hat es jetzt gebracht? Was? Das Spiel? Mhm. Hat niemand gewonnen. Ja, mir fehlt noch genau eins. Kriegt jeder 10 Münzen, wenn man eine Runde geschafft hat? Digga, ich kenne ab Mario Party 2 kenne ich mich gut aus, aber das hier. Ja, 8, immerhin. Solange du dich damit nicht gut auskennst, habe ich noch eine Chance. Nee, das ist auch wenn ich mich hier auskennen würde, bringt mir das auch nicht viel. Digga, du hast so Glück. Hättest du jetzt mehr Geld gehabt, ne? Du hättest den auch noch holen können, den Stern. Vielleicht hat das Spiel auch so. Okay, das Spiel supportet dich. Wäre ja schön. Ich habe das Gefühl, dass das Spiel sich dich als Charakter ausgesucht hat, der das Spiel gewinnen soll. Es ist schon ziemlich offensichtlich, was hier passiert. So, Kugelchaos. Versuche die anderen Spieler mit deinem Ball ins Meer zu befördern. Wisst ihr? Einfach nur bewegen. Das ist halt ein Battle Royale jetzt, ne? Oha. Ich werde sowas von verlieren. Ja, das spielt sich lustig, ne? Ja. Das spielt sich nicht so krass wie die anderen Games. Mario Party 1 ist doch das ist doch ein Spiel, was Beschwerden bekommen hat, ey. Weil Kinder hätten sich an diesen alten N64 Analogstick die Finger verletzt. Und bei Mario Party hat man das schon krass benutzen müssen. Oha. Haben die sich beschwert bei Nintendo? Oh. Geh mal runter. Du darfst nur nicht näher kommen zu mir. Bowser-Event. Oha. Bowser's Grimassen.
Das Set von jeder ist ein Minispiel, okay. Wenn ich mehr als 90 Punkte erreiche, muss 20 Münzen abdrücken. Oha. Wenn ihr nicht mehr als 90 Punkte erreicht, wird euch Bowser Münzen stehlen. Strengt euch also kräftig an. Bewegen, greifen, widerrufen. Du musst die Grimasse nachmachen, die in der Mitte angezeigt wird. Okay. Okay. Du musst aber auch die Stelle mit A packen und dann bewegen, ne? Mhm. Und mit B kannst du es zurücksetzen, glaube ich. Okay, das sieht ziemlich dumm aus. So, ich bin da unten. Ja, was kann man denn noch packen? Aber viel wurde nicht verändert. Scheiße! Ich hab's gesehen. Was hab ich gemacht? 88? Alter, ich bin kurz vorm Stern. Ich hab nichts mehr. Ist trotzdem noch Erster. Weil ich das Auge verändert habe am Ende, habe ich bestimmt 88 bekommen. Ich hätte wahrscheinlich so 90 gehabt. Ich habe halt gesehen, dass man ein bisschen Auge gesehen hat bei der Grimasse. Das Spiel wird so salzig. Ich liebe es. Geisterraten. Oh. Finde den Anführer der Buhus. Der Anführer ist der... Was hast du gedrückt? Ich habe gar nichts gedrückt. Nur Practice war vermutlich. Oder hat er das weg... Ach nee, wir sind gar nicht beteiligt. Hä? Er musste den Anführer finden. Oh. Ich dachte, wir spielen das alle, aber irgendwie nicht. Nee, nur er. Ah, es kriegt der Minus. Interessantes Spielprinzip. Also dieses Mario Party hat ganz andere Regeln als die älteren Teile. Ja, ich meine Achter die ganze Zeit. Krieg ich Geld? Okay. Bei dem kriegt man anscheinend immer Geld, wenn man eine Runde gelaufen ist. Okay. Ja, du hast jetzt natürlich Pech gehabt, ne? Kann ich mir nicht leisten. Ich bin arm. Ach nee. Diese kleine Mensch ärgert dich. Oh, geht's durch weiter. Ach, ich bin davon gar nicht getroffen. Gut. Und gegen Luigi schon wieder. Hau den Münzblock. Okay. Die Blöcke enthalten Münzen, zerschmettere sie möglichst viele. Okay, vertikaler Schlag, seitlicher Schlag. Schlagen? Ich dachte springen. Springen angreifen. Spieler ohne Hammer. Achso, wir müssen nur springen und... Okay. Verstanden? Nee. Flüchten und Blöcke kaputt hauen. Ach so, ne, er macht die ganz schnell kaputt. Ja, nett. Die muss man auch noch einsammeln. Ich dachte, die kriegt man einfach so. Aua! Der hat mich gehauen. Ja, mich auch. Aber warte mal, ist das nicht schlauer, dass er alle kaputt macht? Ja, den haben wir weggeschmissen. Das geht. Ich wurde voll gehauen. Kriegen wir jetzt alle, was wir gesammelt haben, zusammen oder? Nee, einzeln. Okay, ich dachte, das wäre ein Teamspiel. Ja, ich habe gar nichts bekommen. Ich wurde nur weggehauen. Ich habe nur einen Münzsack aufgesammelt. Ey, du Hund. Aber wehren kann man sich ja nicht, ne? Ne.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, natürlich. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, dass man schwarze Ränder hat auf der Map, aber in dem Minispiel sind die weg. Deswegen, ich habe versucht, das zu fixen, kann ich aber nicht. Deswegen immer auf den Brettern habt ihr große schwarze Ränder an den Seiten und in den Minispielen nicht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Na, natürlich nicht. Ich muss ja drauf achten, weil ich will ja eine gute Qualität liefern. So, jetzt. Wie ist das denn jetzt hier? Keiner ist vorne, habe ich das richtig gesehen? Ich muss den jetzt bezahlen, damit ich darüber darf. Ja. Weil die anderen lost sind. Beziehungsweise hinter mir. Kann ich da jetzt weiter oder muss ich den auch bezahlen? Aber da oben ist irgend so ein Feld. Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ich lass mal testen, ist das dieses Schicksalsding? Wenn ja, dann hab ich ja eigentlich nichts zu verlieren. One-Player-Game. Okay. Nein, kein Gedächtnistraining, ich bin dumm.